Hallo und herzlich willkommen. Ihr wollt eure Wohnung mit Bildern dekorieren und habt das Gefühl, da geht noch mehr? Dann gebe ich euch jetzt die perfekten Tipps dafür und zeige euch, wie ihr euch das Leben bei der Gestaltung eurer Wohnung leichter machen könnt. Bevor ihr anfangt, solltet ihr euch überlegen, welche Bilder ihr verwenden möchtet. Je nach Raumgröße eignen sich eher vertikale oder horizontale Bilder. Bilder im Hochformat lassen einen Raum höher wirken. Bilder im Querformat lassen einen Raum breiter wirken. Wichtig für eure Bilder sind auch die Möbelstücke, die in unmittelbarer Nähe stehen. Achtet darauf, dass ihr ein Bild in der passenden Größe habt. Solltet ihr ein richtig großes Möbelstück haben, könnt ihr das mit vielen kleinen Bildern ausgleichen oder halt einem richtig großen Bild. Auch die Höhe der Bilder ist enorm wichtig. Die beste Wirkung haben die Bilder, wenn ihr sie auf Augenhöhe anbringt. Aber bedenkt, dass ihr zum Beispiel im Wohnzimmer euch immer eher im Sitzen aufhaltet. Deswegen bringt es einfach ein bisschen tiefer an. Bei neutralen Wänden könnt ihr euch natürlich total austoben mit verschiedenen Bildmotiven und Wandbildern. Bei farbigen Wänden müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dort macht zum Beispiel ein großes Bild mit einem Großformat am meisten Sinn. Wollt ihr verschiedene Wandbilder platzieren, achtet darauf, dass die Größe und Farbe harmonieren. Das sieht einfach am besten aus. Ich hoffe, diese Tipps konnten euch weiterhelfen. Vergesst nicht, einen Like und ein Abo dazulassen, denn wir bringen euch regelmäßig praktische Tipps und Tricks. Welche Themen möchtet ihr in Zukunft sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!